Larvenkram. Jetzt ich! Seid ihr endlich... Toll, Maya! Weiter so! Fertig? Ja! Juhu, ich hab's geschafft! Hurra! Ja, super! Toll, Maya! Das war toll! Und wer ist jetzt dran? Ich! Und dann spielen wir was Richtiges. Oh ja! Wuhu! Alle! Hopp! Ich hab's geschafft! Ich bin die Beste! Ha! Nein, du bist geflogen! Du hast geschummelt, Lara! Ha! Ist ein Spiel für Larven. Uns macht es Spaß. Riesengroßen Spaß. Ich hab ne Idee. Wir ärgern Tickler oder legen die Wespen rein. Irgendwas Lustiges. Bei dir muss immer einer reingelegt werden. Ja, na klar, ist doch lustig. Ich kann da nicht lachen. Tut mir leid. Die verstehen überhaupt keinen Spaß. Die werde ich reinlegen. Stellt euch schon mal unter. Gleich werdet ihr pitschepatsche nass. Ich kann nämlich Regen machen. Regen machen, was du dir immer ausdenkst, Lara. Das denke ich mir nicht aus, Willi. Ich bestimme, ob es regnet oder die Sonne scheint. So. Es regnet. Regen der Kuh. Ist das nass? Ups. Mein liebes Pollenklößchen. Lara hat dich wirklich regnen lassen. Ich bin schön. Ich auch. Das kann nicht sein. Also, das kann nur ein Zufall sein, Willi. Oder Lara kennt wieder einmal einen Trick. Es ist ein ganz schön nasser Trick. Den finde ich schon heraus. Bitte lass es nicht nochmal regnen, Lara. Regen macht Bali ganz matschig. Ja, ich brauche auch Sonne. Ich habe einen faulen Apfel entdeckt. Lecker, aber wenn es regnet, kann ich ihn nicht riechen. Und dann finde ich ihn nicht mehr. Ach ja. Hör nicht auf die beiden. Regen ist toll. Nein, Sonne! Regen! Sonne! Regen! Hört auf zu streiten. Also, ein Wetterwechsel erfordert Konzentration. Und wie soll ich mich bei dem Krach konzentrieren? Außerdem... Ja? Außerdem brauche ich köstlich duftende Rosenblätter, um mich einzudüfteln. Ja, genau. Das mache ich. Ich weiß, wo Apfelrosen wachsen. Und dann möchte ich noch schwarze Mohnsamen haben. So viele, dass ich darin baden kann. Ha. Ja, ich kümmere mich darum. Und wir? Lasst mich mal überlegen. Ja, ihr könntet mir ein schönes, kuscheliges Plätzchen für die Nacht suchen. Es muss ruhig und gemütlich sein und mich vor der Kälte schützen. Dafür sind wir genau die Richtigen. Komm, Max.